Howdy CO2-Cowgirls und Cowboys. Ja, vor einiger Zeit habe ich schon mal geschrieben auf meinem Blog, dass das Holz da für mich auch einen riesen Zusatz an Spaß gebracht hat ins Western-Erlebnis-Schießen und ins Cowboy-Action-Shooting. Und da wollte ich euch heute mal ein paar Tragweisen zeigen, ein paar Tipps geben, ein bisschen meine Sicht der Dinge, was ihr vielleicht berücksichtigen könnt beim Kauf eures ersten oder vielleicht eures zweiten Holstersatzes. So sieht's aus und da wollen wir gleich mal drüber sprechen. Zuvor baue ich ein ganz klein bisschen meine Werkstatt um, damit ihr mehr vom Ganzen sehen könnt. Eigentlich hatte ich geplant, euch den Umbau der Werkstatt in Zeitraffer zu zeigen, aber das war ehrlich gesagt totlangweilig, darauf verzichte ich. Die nächsten drei Sequenzen zeigen euch Grundlagen. Das ist eine simple Ziehweise mit nur einem Holster. Ich beginne mit dem Straight Draw mit der starken Hand. Starke Hand meint in meinem Fall die rechte Hand. Meine linke Hand wäre entsprechend die schwache Hand. Los geht's, Hand einfach sinken lassen und zur Waffe greifen. Nächste Ziehweise ist der Cross-Draw. Da seht ihr mich ein ganz klein bisschen in die Knie gehen, damit ich die Hüfte drehen kann, damit ich, wenn ich das beim Cowboy-Action-Shooting machen möchte, die 170-Grad-Regel einhalten kann. Dazu gibt es ein paar schöne Videos, ich verlinke sie unten in den Kommentaren. Die dritte Grundlage ist der Cavalry Draw, der seinen Ursprung darin hat, dass der Säbel auf der linken Seite geführt wird, die Waffe auf der rechten und man beide Waffen unabhängig voneinander oder miteinander einsetzen möchte. Dazu müsst ihr die Hand mit dem Daumen nach hinten drehen. Beim Holstern der Waffe natürlich genau wieder dasselbe. Daumen zeigt nach hinten, achtet mal auf meinen Ellenbogen. Im jetzt zweiten folgenden Teil des Videos zeige ich euch ein paar Variationen und dazu habe ich ein paar Holsterarten zusammengestellt und gemischt. Hier zu sehen die Variation zweimal Straight Draw, einmal für die starke und einmal für die schwache Hand, vielleicht als Eselsbrücke. Könnte man sagen, ein Sheriff Rig. Das nächste Rig besteht aus einmal Straight und einmal Cross Draw für die starke Hand. Ihr könnt sehen, wie ich beide Hände zur Waffe führe. Das wäre die Schießweise Traditional, die beim Cowboy Action Shooting gern genutzt wird. Die Variation Cavalry und Crossdraw lässt im Wesentlichen das zu, was ihr in der vorigen Szene gesehen habt. Aber auch ein Greifen links und rechts mit der jeweiligen Hand vorm Bauch her ist möglich. Macht es ein bisschen variantenreicher, weil ihr den rechten Revolver nun auch mit der linken Hand ziehen könnt, im Gegensatz zu dem vorherigen Video. Eine weitere Variation, zweimal Cavalry Draw für starke und schwache Hand. Beim Ziehen jeweils Daumen nach hinten und beim Holstern die Arme hoch wie beim Ententanz. Das Rig macht es möglich, dass ihr mit der rechten Hand auch links zieht und mit der linken Hand natürlich auch rechts. Im Übrigen finde ich irgendwie den Road Agent Spin damit am eindrucksvollsten und am glaubwürdigsten demonstriert. Das letzte Rig habe ich Fantasy Draw genannt. Bin mir fast sicher, sowas wird es in irgendeinem Hollywood-Film gegeben haben. Wenn nicht, schenke ich es hier mit Mel Gibson für den nächsten Film, den er macht. Nach dem offensichtlichen Schulterholsterzug kommt dann ein Zug hinter dem Rücken hervor. Dazu habe ich mir mein Cross-Draw-Holster für die starke Hand auf die schwache Seite hinten auf den Rücken gehängt. Wenn ihr auch solche variantenreichen Rigformen mögt, dann würde ich euch empfehlen, legt euch zu ein Straight-Holster für die starke, ein Straight-Holster für die schwache Hand und ein Cross-Draw-Holster für die starke Hand. Dann bekommt ihr all diese Kombinationen hin.
Ja, soweit die Trageweisen eines Holsters, das, was mir über den Weg gelaufen ist. Für euch, überlegt euch, was ihr braucht. Ich bin ja für das Dreier-Set, da bin ich ein großer Fan davon. Kosten Kleinigkeit mehr, aber ihr habt wirklich die Möglichkeit, damit viele, viele, viele coole Sachen zu spielen. Und mit diesen Worten sage ich so long and goodbye, euer Suitcase Bronco.